Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ja, wir haben es uns bequem gemacht und zwar richtig bequem, weil wir haben hier gar keinen Tisch mehr. Denn wir wollen ein bisschen Elektrik machen, habt ihr schon ein bisschen gelesen. Wir werden ein paar Fragen beantworten, aber das alles nach unserem Intro. Wir haben ja echt schon viel verbaut. Und wenn ich von wir rede, meine ich natürlich Stefan. Hat viel verbaut. Wir haben viele USB-Dosen hier schon verbaut. Aktuell sind es schon 6 Dosen. Das reicht. Naja, ehrlich gesagt sind es eigentlich eher 3 Dosen. Doppelt dann sozusagen. Also 6 Steckplätze. So. Klugscheißen 100. Wer hat's gewonnen? Stefan. Ja, auf jeden Fall, wir haben jetzt schon mal 6 Anschlüsse, wo wir laden können. 5 normale und ein USB-C. Aber das reicht nicht aus. Wir wollen genau hier eine USB-Dose packen, damit wir nämlich hier unseren Router, der hängt hier momentan immer so rum. Das ist auch nicht so schön, weil wir wollen es doch jetzt langsam gemütlicher haben. Und das werden wir auf jeden Fall fertig machen. Dann werden wir noch Fragen beantworten, weil es kam so, weil wir ja Kabel gezogen haben etc. Da geht es nämlich um die Seite an der Schiebetür und da ist die Frage, wie kommt man eigentlich mit einem Kabel da hoch? Das erklären wir hier ein bisschen. Genau. Und ja, genau. Deshalb, in diesem Video geht es um USB-Verbesserungen in einem Wagen, wo es ja sonst eh so gut wie keine USB gibt. Das machen wir jetzt. Und Stefan guckt sich die ersten Sachen so an, weil hier müssen wir prüfen, was hier so los ist. Das muss ich erstmal aufschrauben und dann gucke ich weiter und dann erklären wir genau, wie wir was machen. Genau, das ist der Plan. Also bleibt dran, wird interessant. Wie ihr sehen könnt, wir haben oben etwas auseinandergenommen. Hier ist das Brett. So sieht das Ganze aus, von unten natürlich, logischerweise. Hier sind noch Klebestreifen drauf, damit das hier nicht klappert während der Fahrt. Das macht auf jeden Fall Sinn, die dann auch wieder raufzusetzen. Ich wollte das dann vernünftig machen, wenn ich alle Kabel schön verlegt habe. Ja, um diese Platte hier runterzunehmen, muss man hier vorne, da sind jeweils 1, 2, 3, 4 Schrauben drin, die muss man rausschrauben. Und dann hat man hier noch eine Schraube, denn hier an dieser einen Ecke hängt das Ganze nämlich auch noch, und zwar von unterhalb. Da ist noch ein Klotz und diesen Klotz, den muss man halt natürlich auch noch befreien. Dann kann man das Brett vorsichtig nach unten runternehmen. Ja. Was wir jetzt hier gemacht haben, das hätten wir nicht auseinandernehmen brauchen, aber gut, das weiß man ja nicht. Das heißt, wir mussten halt erstmal gucken, ob man da noch Schrauben verbaut hat. Genau, was wir jetzt machen ist, wir müssen uns jetzt überlegen, wo legen wir das Kabel durch. Wir haben die Möglichkeit, hier natürlich durch die Säule hochzukommen. Nur da ich hier unter der Sitzbank, ja schon bekanntlicherweise, da sind schon USB-Dosen drin. Das heißt, da habe ich schon Strom, würde ich auch von dort abzweigen und würde dann hier hinter hochlegen, hier an der Seite dran lang das Kabel, und ich würde dann hier einmal durchbohren von der anderen Seite, denn das sieht man nicht, dass da dann ein Kabel lang läuft. Wir haben hier so ein Kabel, das ist vollkommen ausreichend, vom Querschnitt sowieso, und das kann man ganz gut verlegen, weil das ist recht stabil, dass man das da irgendwo mal durchschieben kann. Ja, das Ganze machen wir jetzt und ich würde sagen, wenn das fertig ist, dann zeigen wir euch das nochmal. Jetzt kommt wieder der Technik-Laie, der nämlich keine Ahnung hat, aber vielleicht habt ihr eine Lösung oder könnt uns diese Frage beantworten. Denn wieso, weshalb, warum hat Malibu beide Lampen mit einem gesonderten Strom? Weil hier sind zwei Leuchten, einmal hier dieses Kabel und einmal dieses Kabel. Und diese beiden Kabel gehen einmal zu dieser Leuchte und zu dieser Leuchte. Warum macht man das nicht zusammen? Weil man sieht ja, der Querschnitt ist eigentlich groß genug, das hätte man noch zusammen machen können, weil es eh über einen Schalter läuft. Ist nicht so ganz verständlich, wisst ihr es, warum man das so gemacht hat? Und ja, das ist halt schade, weil sonst wäre gleich ein Kabel da, hätte man USB machen können. Ich habe gleich nochmal eine andere Frage, da muss ich kurz nochmal nachdenken, das heißt einen kurzen Split und dann stelle ich euch die Frage. Und jetzt müssen wir ein bisschen detaillieren, die Frage geht eigentlich nicht an euch, sondern die Frage geht an Stefan, der gerade die Kamera hält. Denn viele machen ja das, nehmen den Strom von den Lampen für USB. Das heißt, die machen eine vereinfachte Variation. Und da ist die Frage, warum, Stefan, hast du dich
für unser Mobil anders entschieden? Das beantworte mal unseren Zuschauern und mich natürlich auch. Warum machst du das? Eigentlich ist das eine relativ einfache Sache, denn was ich nicht möchte, ist, dass ich das Licht anmachen muss, damit ich USB-Strom habe. Also das heißt, dass ich meine Geräte laden kann. Natürlich ist es eine sehr einfache Variante, weil man diese Kabel natürlich dort schon liegen hat und man würde nicht neue Kabel legen müssen durchs ganze Fahrzeug. Dann muss man ja immer gucken, Mensch, wo baue ich jetzt wieder was ab, um ein neues Kabel zu legen? Verstehe ich alles. Ist auch definitiv die einfache Variante. Dort hinten wird das ganz oft gemacht, weil sowieso schon die Schalter an den Lichtschaltern sind. Somit kann ich im Prinzip die Lichtschalter unter den Lampen also ausmachen und kann dann dementsprechend den Strom dafür nutzen. Wir machen das allerdings ein bisschen anders, weil ich sage, ich möchte gerne, wenn ich Strom habe, nicht irgendwo einen Lichtschalter betätigen, sondern ich möchte dann im Prinzip den Hauptschalter betätigen und dann sollen alle USB-Dosen auch mit Strom versorgt sein und gut ist die Kiste. Sehen wir hier im Fahrzeug noch einige Male wahrscheinlich. Kabel ist jetzt hier hinten komplett verschwunden. Wir haben es hier also einmal durchgebohrt, haben es dann hier rausgucken lassen. Wenn man fühlt, ja, wenn man fühlt, dann merkt man da hinten, dass da noch was läuft, aber das ist das ist so minimal, das ist kein Problem. Genau, das geht jetzt hier im Prinzip runter und hier unten guckt es schon raus. Das werden wir dann unten noch anschließen an die vorhandene Stromversorgung. Was wir jetzt hier gemacht haben, ist, wir wollen ja hinten in der Ecke eine Dose haben. Das heißt, ich habe jetzt geguckt, dass ich mittig von diesem Lautsprecher lande und dann im Prinzip so ungefähr mittig von dem Ganzen auch, so dass dann im Prinzip die USB-Dose dort rein kann. Die kriege ich dann natürlich noch so einen silbernen Rahmen, wie das halt bei Malibu ja auch üblich ist. Also das heißt, wir wollen das natürlich auch schön haben. So sieht das Ganze dann aus. Und dann sieht man auch von der USB-Dose, als wenn es eine originale ist. Genau, wir müssen das jetzt bohren. Das heißt, das mache ich jetzt draußen. Es gibt zu viel Schweinerei hier drin und dann schraube ich das Ding rein und dann melden wir uns wieder. So. Alles wieder verbaut, als wenn nichts gewesen wäre. Der Marcel hat alles fertig gemacht. Nee, habe ich nicht. Das stimmt nicht. Aber wir haben es ausgetestet. Das funktioniert wunderbar. Ihr seht, alles ist dran. Hier die USB-Dose. Blenden wir euch natürlich noch näher an, ist viel besser. Und das ist genau das, was wir hier haben wollten. Hier ist das Kabel. Dahinter ist nämlich jetzt unser Router, damit wir ihn wunderbar immer da dran haben und müssen den nicht immer hin und her suchen. Jetzt genau. Ist er da. Wir haben ihn da dran geklebt auf jeden Fall. Genau, und wenn wir ihn mal nicht da brauchen, haben wir dort das hingemacht. Und hier ist unsere Soundbox, weil wir hören ja meistens, wenn wir abwaschen, hören wir Musik oder wenn wir im Film gucken, haben wir ein bisschen was. Oder wenn wir vorbereiten, also schnippeln, ne? Das heißt beim Kochen und so weiter, ne? Das ist auch immer schön. Ja. Das müssen wir nachher nämlich noch machen, genau. Weil wir sind ja noch ein bisschen unterwegs und deshalb können wir das machen. Auf jeden Fall alles wunderbar und das hat Stefan auch noch gemacht. Er hat gleich hier ein Kabel noch nach hinten verlegt, dass wir hier hinten theoretisch, wenn wir wollten, auch noch eine USB-Dose. Genau, also vorbereitet gleich, ja. Vielleicht eine USB-C-Dose, man weiß es nicht. Ja, ne? Weil müssen wir einfach mal gucken. Das genau. Schauen wir einfach mal an. Sonst ist alles wieder so, wie es sein soll. Also das da braucht ihr definitiv nicht abbauen, wenn ihr hier haben müsst. Nein. Aber das wussten wir ja nicht und deshalb haben wir alles aufgebaut. So, aber jetzt noch mal ganz kurz, ja, für die Leute, die immer sagen, von wegen, ich mache hier immer alles. Ja, ich mache gewisse Dinge, aber eins steht definitiv fest. Ich mache hier nichts, was das Thema Schreiben hier betrifft. Das heißt, diese ganzen Videos, die da vorbereitet werden, das heißt, die Informationen in der Infobox, das macht alles Marcel und das ist eine Menge Arbeit. Und auch assistiert er mir sehr viel beim Kochen und so weiter. Ich will das jetzt hier nur mal gesagt haben, weil es immer mal wieder Kommentare gibt. Mensch, den Stefan, den musst du dir warm halten. Ich muss mir meinen Marcel auch warm halten. Also nur mal das dazu. Und wenn ihr schreibt mit jemandem, dann ist das Marcel. Denn ich habe da absolut gar keine Lust drauf. Ich schreibe schon in der Firma immer so viel und ich mag keine... Ja, Kommentare beantworten und so weiter. Das macht nämlich alles Marcel und das ist auch eine Menge Arbeit. Also wenn ihr mal wollt, dass Stefan euch was schreibt, ich werde Stefan fragen und er wird dann antworten. Also gar meistens wird es so gemacht, genau. Und warm halten wir uns eh, weil die Heizung ist an, 22 Grad läuft. Ja, so und jetzt zeigen wir euch nochmal die anderen USB-Dosen, die wir hier auch noch verbaut haben. Insgesamt, jetzt können wir sagen, haben wir 4 USB-Dosen verbaut, richtig. Die insgesamt...
8 USB-Anschlüsse haben. Davon sind 7 ganz normale USB und ein USB-C. Da oben. Hier nämlich haben wir USB-C mit USB und der ist schaltbar, weil der hat nämlich nur eine Voltanzeige und dieses blaue Licht könnte sehr stark nerven, deshalb haben wir es einfach schaltbar gemacht. Und die Dose, die brauchen wir nämlich, wenn unser Router mal draußen ist, weil wir vielleicht draußen irgendwas brauchen, Internet, und das ist hier drinnen nicht. Es gibt ja gewisse Regionen in Deutschland, ihr wisst es, wo das Internet so gut ist. Dann können wir nämlich hier durchhalten, also wenn dieses Netz davor ist, hat man eine kleine Lücke immer, da kann man das Kabel durch und dann haben wir draußen Internet. Deshalb ist die hier. Und die hat auch ein bisschen mehr Leistung, die hat nämlich 3 Ampere, anstatt die anderen, die haben nämlich nur alle 2,5. So. Und da gab es eine Frage, und zwar, die Frage ging darum, hier, wie man hier denn so ein Kabel hochkriegt. Das müsstest du mal kurz erklären. Ja, das werde ich jetzt mal tun. Das ist das immer wieder, wo ich sage, Malibu, bitte macht USB-Dosen da rein, weil du musst so viel teilweise auseinandernehmen und das dauert echt ewig lange. Hier habt ihr die Möglichkeit, dass ihr dieses Blech hier, das ist bei uns nämlich nicht mehr richtig klebend, weil wir das nämlich abgehabt haben. Ich habe da mit dem Spachtel und habe das dahinter alles gelöst. Das muss man nämlich alles hier schön lösen. Und dann kann man dieses Blech nach vorne wegziehen. Das geht von da oben bis da unten runter. Und dahinter verbergen sich Schrauben. Ihr könnt das hier vielleicht so sehen, dass da eine Schraube ist. Normalerweise sieht man das nicht so, aber es hält natürlich nicht mehr, wenn man es einmal ab hatte. Deswegen ist das halt so eine Sache. Und nachdem ihr diese Schrauben hier gelöst habt, könnt ihr diese Seite hier auch abnehmen. So, und dann haben wir hier oben noch das Problem, hier durchzukommen. Das ist auch nicht so ganz einfach. Ich habe von oben mit einem Bohrer durchgebohrt und bin dann hier an der Seite rausgekommen und konnte das Kabel dann hier drinnen langlegen. Ich habe das mit Kabelbindern befestigt, damit das nicht klappert. Also da müsst ihr auch bitte dran denken, ansonsten habt ihr halt mehrere Geräusche vielleicht. Immer die Kabel auch wieder befestigen. Ja, und dann geht der Einbau im Prinzip wieder in die andere Seite zurück. Ich habe dort das Kabel durchgelegt, einmal für den Shunt dort oben, für den Messshunt. Das war ein, ich glaube, JRJ45 oder irgendwie sowas Stecker und Kabel dann dementsprechend. Und ich habe nochmal einmal eine Leitung durchgelegt, Doppeladern, wo ich jetzt ein paar Sachen noch zusätzlich an Strom habe. Denn an sich ist da oben 230 Volt, aber ich will ja ein paar Sachen schalten. Unter anderem natürlich noch die Strittstufe, die auch noch später kommt. Die soll nämlich auch ein Licht bekommen. Aber das später einmal. Und zu der nächsten fummeligen Sache, das ist nämlich der hintere Bereich. Wir haben hier USB auch verlegt. Das heißt, ich habe dort auch einmal 230 Volt. Genau, nein, 12 Volt natürlich Strom verlegt. Ich habe den 12 Volt Strom abgezwackt von dem Schalter, denn da ist Dauerplus drauf. Also das heißt, dort könnt ihr den Strom entnehmen. Wir haben ja auch hier so einen Doppelschalter, wo wir noch eine Leitung gelegt haben zur indirekten Beleuchtung. So, und was ihr hier machen müsst, ist von hier innen gibt es genauso 3 Schrauben, die müsst ihr im Prinzip rausnehmen. Dann gab es von dieser Seite noch eine Schraube, die ist nochmal verschraubt, dass dieses Brett hier im Prinzip hält. Und dann könnt ihr das Ganze hier auch nach unten wegnehmen. Und könnt im Prinzip hier oben drinnen, dahinter habe ich ein kleines Loch reingebohrt. Schön vorsichtig sein, nicht zu weit bohren, sonst bohrt man nämlich in den Kühlschrank rein. Also das ist natürlich nicht so gut. Und dann habe ich den Stecker rausgenommen. Der Stecker, der hat im Prinzip so ein Loch da drinnen dahinter. Und was wir dann gemacht haben, ist im Endeffekt nichts anderes als geangelt. Also das ist echt eine fummelige Sache. Ich habe hier das Kabel versucht hochzubringen und das Loch habe ich, weiß ich nicht, so ein 13 mm Loch ungefähr gebohrt und so weiter. Habe dann versucht, das Kabel dort hinten aufzufangen, denn in die andere Richtung habe ich es nicht hingekriegt. Also ich habe es wirklich in die Richtung hochgeschoben und dann dahinter geangelt mit einem Draht und so weiter. Also ein Draht ist auf jeden Fall sehr hilfreich und habe das dann da durchgezogen und habe es dann im Prinzip hier drunter auch verlegt, da drauf festgeklebt sozusagen. Und in dieser Seite, da bin ich einfach durch dieses Loch, durch dieses Holz, bin ich einfach mit dem Loch einmal durch, dass ich in dem anderen Schrank sozusagen drinne bin und habe dann von unten ein etwas größeres Loch gebohrt, wo ich dann die USB-Dose reinbauen kann. Und von dort habe ich dann mir das Kabel wieder geangelt. Wenn ihr da oben so ein indirektes Licht noch haben wollt, ist im Prinzip die gleiche Leitung, die könnt ihr ja dann, ne, benutzen dafür, denn das sind im Prinzip ja Doppelader ist es ja und dann kann man im Prinzip einmal 12 Volt plus legen, das heißt, die zwackt man vom Schalter ab und die andere Seite ist ja dann nochmal geschaltet vom Schalter
und kann dann im Prinzip auch mit bis dorthin hingelegt werden. Und als das Kabel dann da war, habe ich es dann nochmal in der Ecke hochgebohrt und bin in der hinteren Ecke hochgegangen und habe dann im Prinzip hier oben einmal drumrum, da liegt eh schon Kabel, da müsst ihr mal fühlen, dass da hinten oben ein Kabel langläuft. Und da habe ich das mit dran gezwackt, nämlich mit kleinen Kabelbindern, und bin dann oben durch und dahinter habe ich es mir dann gegriffen. Also das ist auch da oben ein bisschen frickelig, sage ich mal, und habe da nochmal ein kleines Loch hier oben durchgebohrt fürs Licht. Also es ist alles in allem eine ganz schöne Frickelei und da würde ich mir wirklich wünschen, dass Malibu da vielleicht schon mal solche Sachen hätte mit berücksichtigt. Gerade indirektes Licht wäre auch schön gewesen. Eine Sache noch kurz zu sagen, hier, da hat man natürlich auch, das war alles richtig sauber verklebt, das war ja auch nicht so richtig, das zeigen wir euch jetzt noch, damit wir das letzte Bild haben und ihr habt jetzt endlich gesehen, wie das aussieht mit dem indirekten Licht. Genau. Gibt's aber nochmal ein gesondertes Video zu. Ich habe irgendwann nochmal gesagt, 230 Volt, natürlich ist hier überall 12 Volt Verlicht und kein 230 Volt. Genau, das haben wir aber auch eingeblendet. So, das soll es gewesen sein. Unsere Akkuleistung geht nämlich langsam zu Ende und deshalb wünschen wir euch allzeit gute Fahrt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt ein bisschen nachbauen. Schreibt gerne was in die Kommentare. Like das Video, kommentiert das Video. Habe ich gerade gesagt. Drückt die Glocke, dann verpasst ihr wieder nichts. Genau, bleibt gesund, ganz wichtig. Instagram, YouTube gerne anliken. Alles eingeblendet. Und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrt Camper. Ciao, ciao. Tschüss.